Sie wirft Leichenteile in den Fluss, um die Krokodile anzulocken. Meine Füße mögen mich alt sein, Musik. Einer der Schurken, die die Krokodile so aggressiv machen. Sobeks Kinder werden jetzt friedlicher sein. Aus dem Weg! Hältst du dich für was ganz Besonderes? Yeah, I mean, what?
Farmen! Brot in Form der Doppelkrone! Hallo, mein Freund. Ein Brot für deinen Schatz? Nein, danke. Warum murmelst du einen Fluch vor dich hin? Der Magier sagte mir, ich muss das 200 Mal am Tag tun. Da ich im Schlaf nicht sprechen kann, mache ich es bei der Arbeit. Auch wenn ohne meinen Costa das Backen sehr schwer ist. Was ist mit deinem Costa? Dieses vermaledeite Regime. Er wurde verhaftet, weil er die Gewürzsteuer nicht zahlte. Und jetzt habe ich keinen Zimt mehr. Du brauchst wohl mehr als einen Magier. Das Regime setzt sogar eine Bäckerin so unter Druck. Ihr zu helfen würde ein Zeichen setzen, wenn auch ein kleines. Und ihr Brot riecht köstlich. Ist das der Mann, nach dem die Bäckerin sucht? Bist du der Costa? Das bin ich. Theta, die Bäckerin, bat mich, dich zu holen. Meine schöne Theta. Moment mal, verlass das mir, Harry. Meine schöne Theta. Nun sehe ich ihr Gesicht doch noch, bevor ich sterbe. Ich bin schwach vor Hunger und Liebe. Trägst du mich zu Theta? Wenn es sein muss. Kannst du laufen? Ich bin sogar zu schwach zum Stehen. Im Ernst? Meine Kraft stammt von der schönen Theta. Weiß sie, dass du so für sie empfindest? Bis jetzt reichte mein Mut nicht aus, um ihr meine Liebe zu gestehen. Zudem bin ich ein gesuchter Mann. Allerdings, du hast deine Steuern nicht gezahlt. Das hat nichts mit Steuern zu tun. Ich werde dir alles erzählen, wenn wir wieder bei Theta sind. Theta, oh Theta. Ihr Antlitz ist wie die Sonne. Theta, meine Liebe, ich komme zu... Theta!
Du hast meinen Koster dabei. Dieser Mann will dir etwas sagen. Nun? Täter, ich liebe dich. Was? Und ich weiß um einen Plan zur Vergiftung von Timehotep, der Liebsten des Hohepriesters. Was? Was? Die edle Timehotep liebt unsere Kuchen und Brote. Seit 5 Jahren schon beliefern wir den großen Tempel. Aber gestern hörte ich eine Wache sagen, dass die Kuchen diese Woche vergiftet wurden. Sind sie schon im Tempel? Ich weiß nicht. Sonst sind sie noch in der Garnison. Dann muss ich mich beeilen. Das ist mir alles zu viel. Möchtest du dich setzen? Nein, ich muss nachdenken. Ein Korb mit Kuchen. Es ist noch nicht zu spät. Ich sorge dafür, dass niemand vergiftet wird. Auch vernichtet. Ich sollte nachschauen, ob es noch mehr gibt. Das war der letzte Kuchen. Timehotep ist jetzt sicher. Henry stinkt. Deine Glieder tu ich nicht. Du kennst tust keine du wohl. Ich kann nicht ständig bei riechen. Dir sind keine Würmer. Du bist nicht. Seid gegrüßt, Priester. Möge dein Herz frohlocken, Magi. Freude ist rar, solange Memphis am Gestank des Todes erstickt. Ich möchte Pascherentas Beschwerde vom Informantentisch besprechen. Ah ja. Wir suchen jemand Fähiges zur Untersuchung dieses Grabes. Die meisten haben zu viel Angst vor den Dämonen da drin. Aber Dämonen fürchten Priester. Warum geht ihr denn nicht selbst? Ich bin ein Gefäß der Götter. Mein Beitrag ist das Gebet. Dann gehe ich zu den Dämonen. Betet, dass mich euer Glaube schützt. Ptah behüte dich. Bei dir sind keine Würmer. Du bist nicht abstoßend. Hier ist die Gruft des Osiris. Reglos, reglos, reglos wie Osiris. Reglose Glieder wie die des Osiris. Hier ist die Gruft des Osiris. Reglos, reglos wie Osiris. Reglose Glieder wie die des Osiris. Hier ist die Gruft des Osiris. Reglos, reglos, reglos wie Osiris. Reglose Glieder wie die des Osiris. So, jetzt sind wir mal gespannt, was hier drin ist.
Na, ah, da geht's weiter. Ich kann kaum atmen. Ich komme der Quelle dieses Gifts immer näher. Verstorbene, vergebt mir die Störung eurer Ruhe. Bitte gewährt mir Einlass. Okay. Diese Mumien sind intakt. Von ihnen kommt der Gestank nicht. Das soll den Gestank vertreiben. Jemand war erst vor kurzem hier. Jemand ohne Angst vor Dämonen. Was im Namen der Götter ist diese Fäulnis? Ich sollte nach ihrer Quelle suchen. Das ist ein Vergehen gegen die Toten. Hier, das Fleisch ist verfault, aber die Bandagen sind intakt. Sind die Bandagen intakt, liegt der Fehler beim Einbalsamieren. Die Angst vor Dämonen ließ das Verbrechen unentdeckt. Ich werde den Mumifizierungstempel besuchen. Dann wissen wir jetzt, woher es kommt. Viele Wege führen nach Rom. Wir nehmen einfach mal diesen. Der verschlossen ist. Aber nicht schlimm, weil wir können uns durchboxen. Hey, cool. Okay, hier geht's nicht rein. So, dann hier wieder hoch. Frische Luft. Ein größerer Segen als der des Priesters. Natürlich. Komm schon. Was das so bedeuten hat, dass du nicht reiten kannst, du Hornochse. Weißt du, wenn du wirklich... Das Verit. Das Bewachen der Tempel war einst eine heilige Pflicht, die den Magi oblag. Und nun tut es niemand mehr. Friede sei mit dir. Möge Osiris über die Reise deines Lieben wachen. Ich brauche deine Dienste nicht. Ich inspiziere den Tempel. Du bist kein Priester. In wessen Namen entweihst du unsere Hallen? Im Namen des Hohepriesters. Schick einen Boten, wenn du es nicht glaubst. Ach ja, der arme Pascharenta. Der Fluch lastet schwer auf uns allen. Mir sind zwei Einbalsamierer weggelaufen, seit das alles anfing. Und derzeit gibt es ja nur Ungelernte, um sie zu ersetzen. Diese ungehobelten Klötze. Hoffentlich werde ich sie bald wieder los. Ich freue mich auf ein Treffen. Werden die Leichname hierher gebracht? Ja. Dies ist das Tor zum Ibu. Zum Ort der Läuterung. Die Toten werden von ihren Familien hergebracht. Wir waschen sie mit den Tränen, die die Götter bei Osiris Tod vergossen. Vielleicht ist es auch nur Wasser. Wer weiß.
So früh werden die Mumien sicher noch nicht manipuliert. Der Mann ist vermutlich unschuldig. Was mit dir? Was machst du? Ja, ja, ich weiß. Du willst wissen, was ich hier mache. Ich wasche die Körper der Toten. Es ist eine Arbeit. Und die mache ich seit 10 Jahren. Da gibt es wenig zu erzählen. Ein Mann von meinem Schlag. Aber nicht ganz unverdächtig. Ist deine Neugier befriedigt? Noch nicht. Mach schneller. Du störst unsere Arbeit und die Totenruhe. Ich möchte dich wirklich nicht zum Feind haben. Ich habe keine Feinde und auch keine Geheimnisse. Und so entfernen wir das Gehirn. Nutzloses Organ. Nun werde ich die Flanke öffnen und entnehme die Leber, den Magen, die Lungen und den Darm. Sie verwesen als erste Teile des Körpers. Faszinierend. Wir kriegen hier fast nie Besuch. Komm jederzeit gerne vorbei. Freundlichkeit ist ein guter Deckmantel. Aber ich verdächtige ihn nicht. Arbeitest du da vielleicht mit Salz? Kein Salz. Natron. Es trocknet den Körper aus und verschandelt mir die Hände. Ich habe überall Verbrennungen. Aber in letzter Zeit ist es besser. Ist das Natron irgendwie anders? Die Textur ist leicht verändert. Pulvriger. Sie müssen einen neuen Zulieferer haben. Wenn du mehr über Natron wissen willst, sprich mit dem Mann da hinten. Wenn Natron die Körper austrocknen soll, dann stimmt wohl etwas mit dem Natron nicht. Ich sollte mit dem Arbeiter draußen reden. Im Grunde könnten sie das sogar noch krasser machen. Also, dass man die Leute dann wirklich suchen muss und so. Ihr trocknet die Leichen mit Natron? Hm. Wer bist du denn? Ein Tempelinspektor. Klar. Wird auch Zeit, dass du kommst. Memphis stinkt seit Monaten wie die Pest. Ich vermute ein Problem mit dem Natron. Woher stammt es? Ganz aus der Nähe. Wird von guten Männern am Kanal bewacht. Vorsicht vor Krokodilen. Und Echsen. Sagtest du Echse? Sagt dir das etwas? Man munkelt so etwas in der Taverne. Nur Gerüchte. Wenn du nichts Handfestes bieten kannst, gehe ich wieder. Warte. So viel kann ich dir sagen. Unser Natron ist verunreinigt. Mit Sand. Geh zum Lagerhaus, gleich nördlich vom großen Tempel. Die Götter seien mit dir. Die Mumien verrotten also wegen des unreinen Natrons. Dann sehen wir mal in dem Lagerhaus nach, von dem er sprach. Wo? Ah, da. Einmal zurück. Ich glaube, hier kommen wir besser raus. Ja. Jetzt müssen wir einmal hier so blöd rum drumherum reiten anscheinend. Aber ist egal. Machen wir alles. Machen wir. Ah, komm. Machen dann beim nächsten Mal weiter. Bis dahin. Ciao.